bin Christian Wahl und mache hier Referendariat seit November bei Graf von Westfalen im Bereich Produkthaftungsrecht. Von einer guten Referendarstation erwarte ich Arbeiten auf juristisch anspruchsvollem Niveau und eine gute Betreuung. Das ist das, was ich in erster Linie erwarte. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Graf von Westfalen das bietet. Jedenfalls ist das meine Erfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier. Wir arbeiten in spezialisierten Teams und ich bin auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin in diesem Team eingebunden. Die Zusammenarbeit erfolgt auch auf Augenhöhe. Also man fühlt sich ernst genommen und es ist ein Miteinanderarbeiten und nicht eine Person arbeitet für die andere. Es ist wenig Stress zu spüren, was eigentlich bei der Arbeit, die wir machen, nicht selbstverständlich ist, weil es doch auch Zeitdruck gibt, ordentliche Drucksituationen. Und da dann die Ruhe zu bewahren und sich trotzdem Zeit zu nehmen, vor allem von Seiten der Ausbilder, für unsere Referendare, aber auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Praktikanten und so, das ist nicht selbstverständlich und das fand ich hier sehr gut. Es ist immer Zeit für ein Gespräch. Es wird viel gelacht und das ist etwas, was ich sehr schätze an Graf von Westfalen. Wir haben regelmäßig GVW-Abende, wir haben Kolloquien und hier und da ist auch immer mal ein Vortrag und eine Veranstaltung. Also letzte Woche hatten wir zum Beispiel einen Vortrag von einem Universitätsprofessor hier, von dem ich sehr viel mitgenommen habe. Neben der Tatsache, dass man genug Zeit zur Vorbereitung für die mündliche Prüfung hat, was in einer Kanzlei wichtig ist und, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, wird hier eine Aktenvortrags-AG angeboten und man kann ihn halten von einem Anwalt und bekommt ein wirklich ausführliches Feedback. Der Magdalene Schopp-Preis wird für herausragende Seminararbeiten von Studentinnen verliehen und die Veranstaltung findet heute Abend hier bei Graf von Westfalen statt, worüber ich mich sehr freue. In Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Fakultät Rechtswissenschaften der Uni Hamburg. Und ich glaube, dass das einfach eine gute Sache ist, die man unterstützen sollte. Was ich total mag, ist mein Arbeitsweg. Mit dem Fahrrad an der Alster vorbei, über den Jungfernstieg und dann morgens zur Alten Post zu fahren, in diesem wirklich wunderschönen Gebäude hier in Hamburg. Ich finde, das ist ein Stück Lebensqualität, wenn man einen schönen Arbeitsplatz hat, den man hier auf jeden Fall hat.